So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich bin so gehypt und der Marco natürlich auch, denn heute ist Labras Tag. Ihr seht, die Mütze ist weg, weil es ist so warm, die Justin Bieber Frisur ist da und wir sind jetzt schnell noch auf dem Weg, mussten die Arena kurz noch umklatschen, dass nochmal 50 Münzen reinkommen für Glückseier und so weiter. Nehmt Glückseier, haut alles rein, was geht. Heute 3 Stunden Labras, shiny, die rasten alle aus. Bist oh mein schnell Gott. Zum Kenny. Der Kenny, der nimmt uns mit. Wir haben voll den Plan gemacht. 21 Arenen, 21 Raids. Also früher haben wir in den 3 Stunden 26 Raids geschafft. Aber wir wollen diesmal nur Hibu machen und nicht so ein viel Gegurgel, dass wir vielleicht auch eher fertig sind und dann einfach gemütlich den ins Wochenende starten. Aber das sehen wir dann. Gucken, wo ich hier hinlaufe, nicht, dass ich noch die Treppe runterfall. Oder in irgendwas reinsitzt. Geil, Kotze! Nee, das war bestimmt Milchschnitte. Weil es ist so warm, da schmilzt die Milchschnitte. Und in der letzten Woche ist es früher. Aus der Kunststoffverpackung raus, weil selbst da ein Loch reingebrannt ist, weil es so warm ist. Jetzt gehen wir aber kurz nach Wallraps. Starten an der hintersten Arena, genau. Was ist da los? Was machen die? Wrestling. Gut, wir melden uns dann auf jeden Fall zurück. Die Handys muss ich nämlich auch noch vorbereiten. Tschüss, Marco. Tschüss. Jetzt Team ist denn der? Gelb. Der ist rot. Der ist rot? Der ist rot. Der Moonlord. Will ich nicht rauben. Nimm deinen roten wieder zurück. Der andere, der No-Name, ist auch rot. Ich nehme nur blaues. So, jetzt sind es noch 6 Minuten, bis es anfängt eigentlich. Und das Komische ist, ihr seht, da ist gar kein Ei und da vorne ist auch gar kein Ei. Wurden die normalerweise nicht angezeigt? Nee, aber da wird einer erschossen. Und schon wieder. Nee, ich glaube, das war nur bei der legendären Raidstunde. Ich glaube, die kamen wirklich dann um 11 einfach nur, halt, wir müssen hier weg, die rasten ja komplett aus. Aber wir wollen euch mal die Liste zeigen, denn der Kenny, der hat sich da was ganz Sickes einfallen lassen. Das seht ihr hier. Einfach da hingeklebt, noch in die Mitte. Da habt ihr auch den Wert für 100%, 1509 und mit Wetterboost. Das sind die Arenen, die wir heute alle machen wollen. So, und da sind auch die Accounts aufgeschrieben und da angehakt, wann welcher drankommt, dann hin und her. Und das ist doch mal eine Planung, ne? Jetzt muss es nur noch aufgehen und dann freuen wir uns natürlich. Wir warten eigentlich auf den Max und den Fahrlaub. Und wenn die nicht kommen, dann kommen die halt nicht. Und dann machen wir das so. Sind jetzt 4 Leute, ne? Der Defteris ist noch da und der Nebels, kennt ihr ja alle, der naturtrübe Boy, ne? Wir haben jetzt, wie viele Accounts hast du da? 1, 2, 3. Du hast immer 2. Du hast 3, du hast, was machst du, 2? 2. Also, hier, 2 immer noch. Sind 10, sage ich mal. Mit 10 Accounts, zu zweit schafft man es ja eigentlich, aber mit 10 Accounts wird jetzt hier heute alles weggerotzt. Obwohl, gut, der eine fällt ja dann eh weg. Gut, wir warten mal, dass es anfängt. Der Startschuss ist zwar schon permanent gegeben, aber immer noch 4 Minuten. Es ist einfach Punkt 11 und wir stehen hier und einfach nichts. Ach, jetzt ist da was drauf. Auf dem einen Handy sieht man es. Jetzt kommt es bei dem anderen auch gleich. Gut, Glückseier einwerfen. Na gut, auf dem einwerfen ist immer noch nichts. Jetzt ist es da. Jetzt guckt euch den an, wie der wieder ausschaut. Einwerfen. Glückseier einwerfen, zack, dann geht's los, in die Fresse. Na, warte mal, da ist immer noch nichts. Hat jemand Eier dabei? Soll schon jemand aufmachen oder erst, wenn es bei jedem da ist? Ich habe schon aufgemacht. Ach so, bist du drauf? Bei mir ist es auf allen dreien da. Okay, dann geht alle rein und wir melden uns dann gleich zurück. So, da sind wir hier spannend. Die 2 sind nämlich auch angekommen. Sieht man da drüben oder auch nicht. Mit 3 Accounts nochmal rein. Jetzt drücken wir mal hier durch und hoffen, dass irgendwo vielleicht auch nicht. Na? Kein Shiny. Auch kein Shiny. Keiner. 14,98. Was war es? 15,9? Jemand ein Hunderter? 14,98. 14,98? Ja, nee. Das klingt schon mal gut. Nicht. Gut, da drüben schreit auch keiner rum. Fangen wir mal ein bisschen, gehen schon zur nächsten Arena vor. Jetzt waren wir nämlich beim Weltkriegsdenkmal und gehen jetzt zum Glockenbrunnen. Da ist gar keine Kohle. So. So, der Raid am Glockenbrunnen ist auch vorbei. Wie man hier sieht, wir rotzen schnell durch. Wir müssen uns beide schon 10 Minuten verballert. Nichts. 14,82, 14,79. 14,68. Kein Hunderter, gut, kein Shiny. 14,73, 14,64. Das wird es nix. Nächstes ist dann Busbahnhof, ne? Und Bahnhof. Und da hinten schreit auch keiner rum, wie immer.
Und eben ist die Kamera schon runtergefallen, jetzt muss ich sie mal irgendwo hinstecken. So, schnell wieder durchdrücken. Der Busbahnhof ist auch kaputt. Liegt in Trümmern. Nichts, nichts, nichts. 1497. 1493, gut, 1497. Wer bietet mehr? Niemand. 1489. Das ist nicht mehr, gut. Hinten wissen wir nicht, was abgeht bei den anderen, aber der Viand ist hier lang gelaufen. Der wurde hinten jetzt noch ins Auto gezerrt und verprügelt. Und ein Mitspieler mehr, so muss man es machen. Immer Leute ins Auto ziehen, ne? Wenn ihr auch Leute ins Auto zieht, schreibt es mal in die Kommentare. Aber jetzt erstmal fangen, da vorne ist nämlich schon die nächste. So, der Busbahnhof ist auch zerlegt. Randale bis zum geht nicht mehr. Nichts dabei. 1499. 1484, na gut. Was? 1499? 97. 97, ich dachte schon, im Angebot. Ja, dann wird wieder gefangen und dann geht's weiter zur Sportanlage in der Wiesenstraße und die Hubabsprache klappt sehr gut. Hup, hup und fertig und alle gehen rein. Ja, bis jetzt kein Shiny. Aber kommt ja noch. Haben wir noch 15er Reden dann vor uns, also 16 noch. Mein Labrus hat 1988. So, das nächste Labras ist down und wir haben ein Shiny, oh mein Gott, mit 1477 auf jeden Fall. Das erste jetzt, hier ist noch ein 1495er drauf und ich habe jetzt die Super Sani und Mäusekin mitgemacht, das war aber der fünfte Raid, das heißt wir wechseln jetzt. Ich habe einen 98er. Er hat einen 98er, richtig genial. 1506. Wir müssen jetzt auch die zwei Accounts wechseln und es hat genau geklappt, mit einem Glücksei in einer halben Stunde 5 zu machen. Jetzt kommt das nächste 5er-Päckchen. Dazu gehen wir an die Stolpersteine, ja? Passt noch so? Nee, passt nicht. Ich sag dann, wo wir waren, egal, keine Ahnung. Muss nämlich jetzt fangen. Obwohl, es bleibt ja eh im ersten Ball drin. Also bis dann gleich. Theater, genau. Aber da ist ja abgesperrt und mal gucken, ob wir da reinkommen. Da ist nämlich heute wieder Bonzenveranstaltung und da ist immer mächtig was los. Jetzt fangen wir erstmal das. Wir können das ja eigentlich hier so machen. Ich nehme einfach die gelbe Beere und mach mal hier. Hui! Und als wir in den Raid sind, waren noch 2 Minuten auf dem Glücksei. Und dann ist das Ding natürlich gleich zu Bruch gegangen. Die App hat sich komischerweise nochmal neu gestartet, aber 11 Sekunden bevor es losging, bin ich reingekommen. Habe ich gemacht. Wunderbar. Mach mal gleich einen Screen. Fangen die anderen noch, wechseln die Accounts und sehen uns dann irgendwo am Ende der Welt. So, jetzt nochmal kurz für zwischendurch. Wir stehen also jetzt hier mitten auf der Straße sozusagen. Die haben sich auch noch hinter uns gequetscht. Ne? Guck mal da in den Rückspiegel, wie der da rumhängt, halb auf der Straße. Sind jetzt am Theater, weil anstatt normal dorthin zu gehen, wo man eigentlich den Raid macht, hängen wir uns jetzt einfach hier hin. Vor uns ist auch noch ein gelbes Auto. Gelbes Auto. Müssen wir auch nochmal mit draufnehmen. Super, hier kommen wir nie wieder weg. Aber erstmal den Raid machen. Und ihr seht hier wieder bestens vorbereitet mit Tablet-Halter, 3 Ladekabeln und hier natürlich die ganzen Accounts drauf. Da ist jetzt der Ismo dabei und der Bufing und meiner, der macht ja alle. Und so haben wir 5 Stück gemacht, Glückseier wieder an, neue Runde, wieder 5 Stück. Mal gucken, ob das diesmal passt. Und ja, Liste hängt immer noch da, bis jetzt alles perfekt. Also, dass es jetzt durcheinander ist. Aber egal, das kriegt man schon hin irgendwie. Man muss sich ja der Situation anpassen. Nach 9 Sekunden, Kamera weg, prügeln, fangen, shiny, alles da. Gut, da ist es wieder mal besiegt. Und hier steigen auch wild die Leute auf. Und wir fragen natürlich wieder in die Runde, jemanden shiny? Das ist schon kein shiny. Nein. 1492 ist auf dem in der Mitte dabei, auf jeden Fall. 1498. Ach, okay. Herr Margo übertreibt's wieder. 1498. Tüt mal das auch noch ein. Kein Schein in der Runde. Aber es geht ja immer weiter. Wir haben es jetzt ganz sehr schick gemacht, denn da vorne ist ein Schild, hier darfst du gar nicht reinfahren. Und hier, da ist die Hürde, ne? Und hier alles abgesperrt. Und wir haben uns jetzt trotzdem einfach hier reingeschmuggelt. Nochmal die Hubaktion. Und da seht ihr ein wildes Wallreiser. Da erkennt man an der Frisur. Bleibt sogar hier stehen. Los, werf mal einen Pokéball, Bruder. Nee, wir sind jetzt also hier. Und die anderen stehen da hinten irgendwo. Sieht man nicht, alles klar. Auf jeden Fall ist hier nämlich das Mittelalterfest, da können wir ja gleich mal Werbung machen. Da.
6. Schlossparkfest, 25. bis 26. Mai. Wunderbar. Wenn ihr mal in Hibu seid, geht da mal hin, ne, nehmt ein Schwert mit und kämpft gegen alle, die ihr seht. Wir machen jetzt fix den Raid und sehen, dass wir hier schnell wieder wegkommen. Ab um 7 hat er geschlafen. Wenn ihr auch um 7 schläft, schreibt es mal in die Kommentare. Wir haben gerade noch einen Special Guest gehabt, nämlich der Thomas. Shiny. War kurz da. Shiny? Der Deftere ist mit dem Shiny, okay. Oben links geht's leiser, gell? 14,79. Noch jemand ein Gutes? 14,81. 90. 90, gut. Dann würde man sagen, trotzdem fahren wir weiter zum Löwen, Stolperstein, irgendwie sowas. Thomas will sich vielleicht auch noch mit anschließen, anhängen und die Liane, ne? Die Linie, der Whisky aus der Flasche, kennt ihr bestimmt. Vom ISMO. Noch schnell fangen, weiterziehen, fertig. 11.47 Uhr. Thomas! Immer noch kämpfen. Er lollt und kämpft immer noch und steht draußen. Tut seiner Gesundheit wieder mal einen Abbruch. Wir stehen jetzt also an den Löwen, drücken durch, haben nichts. Nicht. 14.50, die werden ja immer schlechter und der Thomas ist wieder mal 10 Sekunden zu spät gekommen und mal gucken, ob wir nur beim nächsten mit reinpfropfen können. Der Robby hat sich gemeldet, der will bei den Stolpersteinen vielleicht auch noch mit einsteigen, aka Robert De Niro, ne? Die Niere kennt ihr ja alle. Also Stolpersteine, City Tower und dann geht's weiter. Vor uns steht immer noch der Farin Urlaub. Den haben wir jetzt schön eingezwängt, eingesperrt. Er kommt hier nicht mehr weg. Wir könnten ja da vorne auf die Straße schieben einfach. Nein, das, sowas machen wir ja nicht. Aber erstmal fangen und dann, ne? Guck mal da hinten, ne? Da, mein Finger ist über dem Kenny, dass man den, der, wenn die Augen verbunden, da ist der Thomas. Hallo, Shiny. Thomas. Hi. Was? Shiny? Was? Okay, alles klar. Nee. Ein Shiny ist schon dir. Da. Wie viel hat's? Kein Shiny. 59, schlechtes. 59, okay, aber trotzdem. 91. Ich übertreib's heute mit den Werten. Ja, da leider nichts mehr, da wieder schlechte Werte. Aber das nächste Shiny da. 15,90. Und der Farlop hat, glaube ich, auch schon eins. Und die Tina, glaube ich. Oder die Liane. Und keine Ahnung, irgendjemand auf jeden Fall. Tina hat bis jetzt ein bisschen mau, aber geht bestimmt noch was. Weiter geht's so dann zum Old City Tower, denn jetzt sind wir hier an den Stolperstein. Das da ist auch der Adler, ne? Ja, da müsst ihr rein, wenn ihr mal richtig betrunken sein wollt. Schon bevor ihr reingeht. Am besten. Aber wir gehen weiter zum Old City Tower. So angekommen an der Old City, am Old City Tower, nicht die alte City Tower. Und wir gucken wieder durch und wir haben wieder mal nichts. 14,98. Shiny. Was? Wo? Zeig schon mal. Wie viel hat's? Ich sehe das immer nicht, weil es alles ge... 14,65. Okay, kann man mitnehmen, ne? Und der Thomas steht jetzt links und der Kevin, der steht rechts. Und wir haben uns voll den Plan gemacht für den Dino und die Hausfassade. Wir schmuggeln uns dahinter. Da kann man nämlich beide von hinten irgendwie gleichzeitig machen. Oh, also nicht gleichzeitig, aber man kommt da auch ran. Das ist voll, ne? Hier. Scheiße, der Thomas haut schon ab. Muss noch fangen. Umwechseln und dann melden wir uns nochmal. So, wir sind jetzt angekommen am nächsten natürlich. Wir gucken mal hier kurz in die Nearby-Liste. Da seht ihr 8 Stück, gerade noch hier in der Nähe. Achso, ja. Da brauche ich doch gar nicht abfilmen. Ich habe doch die Bildschirmaufnahme. Und das sieht auch gut aus, weil hier sind gleich 2 nebeneinander. Wir müssen jetzt aber den richtigen hier erstmal finden. Wir müssen da drauf nämlich. Und theoretisch, ohne auszusteigen, komme ich vielleicht hier an den nächsten. Wenn nicht, muss ich die ganze Apparatur mal mitnehmen. Und dann darüber, 2 Meter nach da, dann haben wir das auch. Und den ISMO und den Biofing habe ich jetzt wieder ausgewechselt. Habe jetzt hier den Eiver mild drauf und da den Eiver soft, da immer noch den Eiver scharf. Und da werden die nächsten 5 Reihen Pässe jetzt überall verballert. Und ja, also jetzt den Dino und die Hausfassade und es sind immer noch ein paar Dinge da. Theoretisch sind es jetzt immer noch 10 Raids, die wir machen müssen. Und zieh mal durch. Thomas ist weg, Hammer verloren und der Kampf geht los. Ich muss raus. So, da ist es auch schon wieder tot. Ihr seht, nach 10 Sekunden, ne, 120 Sekunden waren übrig. Und irgendjemand versucht mich gerade anzuzünden, so wie sich's anhört. Ich weiß nicht, was hier los ist. Sollte die Burka anzünden. Haben wir ein Shiny dabei. 15.06.
14:64, was, 15:06? Ja. 15:06, das ist richtig krass. Das ist bestimmt ein 200er natürlich. 14:83 nur auf dem Großen. Aber hier, wir zeigen das natürlich mal. Da ist das nächste Shiny auf dem Mild. Das können wir jetzt hier auch mal fangen. Ach Mann, geh doch weg, ich wollte doch nicht die, ich wollte doch die andere. Du tauscht mir doch bestimmt einen Shiny. Ich habe gar keine Bären. Dann nehme ich die silberne, obwohl das ja eh drin bleibt. Boom! Ach scheiße, daneben. Vielleicht sollte ich mal gucken, was ich mache. Ne? Einfach fabelhaft, wunderbar. Wir schmeißen mal hier irgendwas. Sie müssen es verstehen, genau. Und da ist es jetzt drin, Klasse. Da ist es nochmal. Sieht total komisch aus hier, aber seht ihr, dass das geglitzert hat. So, jetzt muss ich schnell fangen, damit wir dann gleich weitermachen können. Die rasten nämlich sonst wieder alle aus. Und nach der Hausfassade? Ne, das sage ich ja dann nach der Hausfassade, was nach der Hausfassade ist. Und die Hausfassade ist auch zertrümmert worden. So, also nein, shiny. Nur das Labras, was da rumhängt. Shiny, zack, dabei mit 14:64. Und was haben wir da drüben? Nichts, aber vielleicht gute, ja, 14:63. Bei euch hinten geht da was ab? 14:96. Müssen hier vorne nochmal schauen. Und. Nee, hier leider auch kein Ding dabei. 14:87, ja, das habe ich heute vergessen. Seit es damals abgefallen ist, lasse ich es immer zu Hause liegen. Gut, wir fangen noch und dann geht's weiter zum Krankenhaus und Stadtwappen. Das sind ja auch direkt nebeneinander. Eine Farin-Urlaub, der macht schon wieder Druck. Ne? Hier auch richtig genial zu sehen natürlich, das Stadtwappen links und rechts eben die komische Kirche. Die heißt wirklich so, dass ihr schön Doppelraid machen könnt, einfach richtig genial. Einfach hier stehen bleiben und alles machen. So ist das Leben. Jetzt joinen wir auch nochmal einen gelben Pass. Ach, gelben, einen grünen Pass. Ja, aber mir sind die gelb, ein Shiny Pass deswegen. Das wäre es doch mal, voll die Idee, Shiny-Pässe kaufen. Und den Raid, den ihr macht, kommt dann ein Shiny-Pokémon raus. Geht natürlich nicht bei jedem Raid, nur die, die eh schon als Shiny verfügbar sind. Kostet dann ungefähr 1000 Euro und dann könnt ihr euch da so einen Shiny gönnen, günstig, für nebenbei. Oder ihr tauscht einfach, ne? Ich habe noch Shiny Labras zum Abgeben, aber der Marco will meins ja nicht. Hat er nicht gehört. Gut, darauf wollen wir jetzt keine Antwort, denn jetzt läuft die Kamera wieder. Da müssen wir die Themen mal weglassen, was die hier raushauen. Also wir? Du hast damit angefangen. Oh, jetzt bin ich hier noch aufgestiegen mit Neko. Wunderbar. 14:45. Und wir haben 51:78, 14:92. Das können wir ja mal mitnehmen. Sonst nichts, ja? Alle schweigen. Das bedeutet, wir fangen und machen den nächsten Raid. Großartig. Thomas! Ja, ich dachte erst, da steht Thomas da mit dem Ausrufezeichen. Aber nee, es war großartig. Ja, aber ich muss trotzdem jetzt mal fangen. Nicht wundern, warum der Wind so laut ist. Hier ist ein Tornado im Auto. Der Kenny musste nämlich jetzt die Klimaanlage anmachen, weil mein Handy einfach ausging. Weil es überhitzt war, standen dort, alle Apps werden geschlossen wegen Überhitzung. Und jetzt habe ich es die ganze Zeit gekühlt vor dem Raid und Shiny! 14:81 auf dem Großen. Ich weiß auch nicht, ob die Bildschirmaufnahme dann vorhin gespeichert hat oder ob das jetzt einfach weg ist. Wir fangen auf jeden Fall jetzt mal das Shiny kurz. Ja, man kann ja ruhig daneben werfen, es bleibt ja trotzdem drin. Der Marco ist nicht mehr da, guck. Da sieht man noch nichts. Und ja, müssen jetzt weiter zum Schwimmbad an die X-Ray Arena. Und danach wird wieder gewechselt und dann sind wieder 5 voll und dann kommt die letzte Runde, wo nochmal 6 ausstehen. Hast du ein Shiny? Nein. Hast du was Gutes? Nein. Aber gute Laune, guck! Ja. Hey. So, ich kühle noch ein bisschen, die anderen hauen schon ab und weiter geht's. Ich hab Bierlaune. Bierlaune! So, der Tornado ist weggezogen. Und wir drücken durch und wir gucken und wir sehen, da ist nichts. Nö. 14:83, bei euch geht auch nichts. 14:97. Ja, schlecht. Nein, das ist doch ganz gut, aber wenn es kein 100er ist, eigentlich mit Labras, kann man ja eh nicht mehr wirklich was machen. Wir müssen jetzt gleich, ich muss die Accounts noch wechseln, auf Maze und auf Kids, die Kleinen.
Und auf jeden Fall müssen wir dann da vorne parken, aussteigen und die drei Arenen auf dem Friedhof mitnehmen. Und das seht ihr ja dann. Da laufen wir auch mal draußen rum, ne? Es heißt ja auch Pokémon Go und nicht Pokémon Drive und Pokémon Klimaanlage, weil Handy überhitzt und ausrasten. Die anderen sind auch gleich fertig. Pokémon Klimaanlage? Ach, ich kann hier nicht werfen. Ich muss es jetzt erstmal fangen und dann Friedhof. Das müssen wir mal kurz da abstellen. Wir wollen euch nämlich mal hier zeigen. Das ist jetzt hier die Arena, ne? Und da habt ihr nämlich noch eine und könnt gleich einen Triple Raid machen. Wie der guckt da hinten, Alter, da muss man gleich hin und rein schlagen, ne? Also, da ging alles gut. So, jetzt müssen wir aber auch mal, wir müssen in die Lobby rein erstmal hier, weil... Du hast noch 60 Sekunden. Mach nicht schon wieder Schleichwerbung für Nicolas Cage Filme. Nur noch 60 Sekunden, Alter. Kannst du nicht machen. Ramon, hol mal Raidler. Oh, ich hab vergessen, das Radler zu... Ich hab vergessen, das Dings zu machen. Hier, das Glücksei muss noch rein. Du hast vergessen, das Radler zu machen? Vergesst nicht die Glückseier. Die hätte ich auch in der Lobby reinmachen können. Marco, du bringst mich komplett raus. Hallo. Willst du noch joinen? Hast du noch 30 Sekunden? Den habe ich leider schon. Ach so, gut. Ich wollte euch sagen, Sven müsste leise sein, da ist gerade eine Beerdigung am Laufen. Kapelle. Wir reden ja eigentlich eh nicht beim Raid. Also in Asien ist es ja so, gehen hin, machen den und dann da wird kein einziges Wort gewechselt oder so. Okay, super. Musst du von der Beerdigung stehen? Au, warum schlägst du mich? Du gerade gegen meine Frau. Das stimmt gar nicht. Jetzt knallt es hier richtig rein, wie man hört. Guck mal, da ist ein blauer Sack hinter mir. Da lege ich mich dann rein, wenn alles vorbei ist. Wir filmen mal kurz die Meute hinter uns, ne? Herr Robby ist jetzt auch dazu gestoßen. Wo ist er denn? Da? Der raucht schon wieder. Immer nur am Rauchen sieht man den. Ich sehe ihn zwar das erste Mal, so kommt es mir vor, aber immer nur am Rauchen. Aber jetzt Pause und fangen und machen und tun und bis dann. So, und da ist der Friedhof auch komplett zerstört, ne? Eins von drei zumindest. Wir schießen mal kurz durch. Wir reden jetzt auch leiser. Minelli, kennt das sicherlich. Ist auch ein geläufiger Name. 15-1, das ist gut. 14-97 hier, das ist auch gut. Sieht man mal, das können wir mal fix mitnehmen. Und das auch. Müssen dann gleich runter zu dem anderen. Jetzt fängt es noch an zu regnen, aber da überhitzen die Handys wenigstens nicht. So, dann nimmt es doch auf. Ah, ich muss weg. Komm, wir müssen hier runter, ne? Willst du uns kein siehst doch gar nichts. So. Willst du uns kein Märchen erzählen, Ramon? Wo wir sind oder so? Wir stecken uns unter den Baum, weil es regnet. Warum kniest du vor mir? Es ist nicht so, wie es aussieht. Bitte, bitte. Das... Man, ich muss meine Macholos noch heilen. Das ist so der Beginn eines schlechten Filmchens. Oh ja, leck mich. Ja komm, leg dich auch neben mich, ne? Komm zu mir. Musst ja, wenn du so einen Schulrucksack hast, kannst du dir hinten einen Schirm reinklemmen und aufspannen, da hält er doch auf. Ja. Kannst du rumrennen wie so ein Trolley und dann wunderbar. Guck mal, vielleicht kriegen wir die anderen auch noch so durchs Gebüsch. Guck mal, da rennt schon der erste weg. Achtung, da ist jemand. Sollst du jetzt rumschreien? Das nächste Labras ist kaputt. Heimlich still und leise. Wir drücken uns mal hier durch. Gucken mal. Kein Shiny hier dabei. Nö. 14,77 von den anderen. Oh, da. Auf den Kopf. Das hat. Ich kann nichts erkennen. 68. Gut, beim Kenny ist eins dabei. Da guck mal den Marco an. Der sitzt in Ian Liegel in der Wiese halb. Sieht aus wie Picknick, ne? Da müssen wir noch da runter und da müssen wir jetzt noch ruhiger sein. Wird immer spannender. Seht ihr den Unterschied? Da ist nichts, also Sonne. Da regnet es wie Sau. Deswegen ist jetzt auch alles Wetter geboostet. Gäh? Ja, Marco. Genau. Jetzt verkrümeln wir uns nämlich mal. Gehen mal davor. So, wir mussten jetzt mal ein bisschen leise sein, weil da wahrscheinlich gerade eine Beerdigung ist, also eine Trauerfeier, sage ich mal. Jetzt hat es natürlich auch angefangen zu regnen. Das war gut. 13 Uhr hat auch das Wetter gewechselt. Deswegen war das Labras jetzt überall auch Wetter geboostet. Leider kein Shiny dabei. Und nein, aber lustige Wettereffekte.
Der Fahrlaub, der hat auch noch ein Foto gemacht, beziehungsweise zwei Fotos von mir, als ich mich da oben untergestellt hatte. Wenn ich das nicht verbimmel, kann ich das ja mal hier einblenden. Sah aus, als würde ich da gerade beten oder trauern oder beides. Ich trauere, weil ich beten muss. Und jetzt laufen wir also wieder zum Auto. Die Handys werden nass. Na, wir fahren jetzt noch zum Wildgehege. Da sind nämlich noch mal drei Stück am Holzwildschwein und am Holzwildpferd. Nein, ich habe keine Ahnung. An den drei Dingern auf jeden Fall. Das sind noch mal drei Raids. Die würden wir jetzt noch mitmachen. Wie spät ist es? Es ist 13.08 Uhr. 13.08 Uhr, also noch 52 Minuten, noch drei Raids. Schaffen wir also locker. Theoretisch hätte man noch Zeit für Bismarckturm oder für Lazarett oder für die Kirche Hesseried oder für Schleusing. Das Heim da hier, nicht hier diese. Die Werratal-Sporthalle ist zum Beispiel auch noch, aber eigentlich sind wir zufrieden. Eigentlich haben wir gut was gemacht. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, der Marco jetzt nicht so guckt. Nee, du wolltest mir aber anscheinend nicht tauschen. Aber ich pack das jetzt mal alles weg und den letzten Satz schneid mal raus, ne? Und da sind wir angekommen an der Schutzhütte am Schafsteich, hier am Ende der Welt. Guckt euch das doch mal an hier. Zack! Da habt ihr eine Aussicht, da habt ihr alles. Da habt ihr Autos, da habt ihr noch mehr, da habt ihr Büsche. Ich stelle mich mal hier hin, den einen, den zensieren wir nämlich immer und der andere sitzt nämlich da in der Hütte. Richtig genial. Da hat er gehupt, das war das Startzeichen. Wir gehen also mal rein, müssen dann starten. Warte, ich muss noch ein Glücksei dann da einwerfen. Beziehungsweise, ich melde mich einfach dann wieder, wisst ihr ja Bescheid. Mann, ist das jetzt dunkel. Was, Shiny? Das dritte, oder? Okay, warte mal, wir müssen mal kurz rumdrehen. Ich kann es ja mal hier reinhalten irgendwie. Mit 18,50 und Wetterboost natürlich. Richtig genial. 83. Ich kann hier gar nicht drücken, warte mal, ich muss mir das mal blöd auf die Dings legen. Das hat auch was Gutes, wenn es regnet, ne? Da hat jemand meine Hube geklaut. 18,71. Was? 18,83, 3 WP unter 100%. Na, dann fangst du. Finger weg, das ist das von meinem Kumpel. Ja. Guck hier da, 18,83, ist bestimmt ein 98er. Ist es auch, wie mein anderes vorhin mit 15,6. Oh, dann ist es halt 99er. Ich gebe dir den 1 WP extra. Hier ist gemütlich, ob es dann auch so gemütlich ist. Beim Holzwildschwein natürlich nicht, da ist es nämlich blöd. Aber an der Wildartentafel ist ja nochmal eine Hütte, da kann man sich wieder reinsetzen. So, die zweite Arena im Wildgehege, die Wildartentafel. Und ihr seht wieder mal hinter uns eine Hütte. Hey, das ist doch genial, so muss man es machen. Wir gucken uns ja auch mal um. Da, oh, da kann man sich auch reinflitzen, da steht sogar ein Pferd. Da habt ihr noch einen Teich, das sind die Enten. Ja, immer der, der so laut ruft. Und da sitzen die Banausen. Jetzt warten wir natürlich noch kurz auf den Rest. Die sind nämlich andersrum gefahren und haben einen Unfall gehabt und deswegen dauert es auch 2 Jahre. Ja, dann müssen wir noch da hoch an die Tiere vorbei und vielleicht gehen wir da auf in diese andere Hütte noch oder wir bleiben unten. Ich kann ja das Outro in der Hütte sprechen, dass ihr mir glaubt, dass da noch eine Hütte ist. Wildgehege, jede Arena, eine Hütte, richtig genial. Wenn es regnet, immer dahin, immer unterstellen. Und da vorne kommen sie schon, sehe ich. Oh, Digga, mit Regencapes. Da, das ist genial, genial. Bei Margo hängen die Zohlen aus der Mütze raus. Das wollen wir natürlich auch noch mal festhalten hier. Du hässliches Arschloch. Oh, hässliches Arschloch. Das ist interessant. Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, okay. So, die zwei sind jetzt da. Warum werde ich jetzt so viel in deinen Videos? Der Fahrlaub hat noch einen Schirm geholt, deswegen. Ja, damit du was drunter schreibst, sowas wie du hässliches Arschloch oder so. Aber meld uns dann aber zurück. So, das vorletzte Mal jetzt. Die Stimmung sinkt immer weiter, weil einige haben noch nichts. Coins. Aber. Wie war das? Ja, ja. Alter. Was? Ist noch eins da? Mit 18,39 und wieder mal der Viant, ne? Der reißt hier die Dinger. Zwei. Hintereinander, wie viel hat das?
66, 1866. Zieh das mal da rein. Ah! Gut. Und er hat nichts? Nö. Hey! Aber er hat was? Er hat eine Verpackung von einem taktischen Messer, aber die ist leer. Nein, da sind Zigaretten drin. Habt ihr auch eine Verpackung von einem taktischen Messer? Schreibt's mal in die Kommentare. Oder sonst wohin. Schreibt's mal 18:35 oder so. Macht euch auf jeden Fall immer Notizen. Wir fangen jetzt und dann gehen wir noch zum Holzwildschwein. Ding da oben. Genau, Holzwildschwein. Und oh, es ist immer zu dunkel. Und das war's dann für heute. So, der dritte Raid im Wildgehege. Wir sind hier im schwarzen Loch, wie man sieht, alles dunkel hinter mir. Wir drehen uns mal nach da, da seht ihr nämlich noch zwei schwanzlose Wesen, wie wir eben rausgefunden haben. Nein, alle hier und da. Voll die Aussicht, da kann man nämlich hier runter gucken. Da unten ist der Rest unter uns, wie bei der RTL-Serie. War das überhaupt RTL? Keine Ahnung. Auf jeden Fall liegen hier die Handys noch. Ramon, bück dich nochmal, dann beglücke ich dich. Da kommt jetzt der letzte Raid. Das habt ihr nicht gehört und wir melden uns dann nochmal unten, filmen das mal von unten und machen dann noch die Endabrechnung. Oh, es geht los. Ist der Arbeitshosentasche gefallen? Hier, guck mal, ist der Arbeitshosentasche gefallen? Ich hab eins. Juhu. Was? Den letzten wir ein Holzschnittschwein. Das geht auch nicht. Doch. Der Fahrlaub hat eins bekommen bei seinem allerletzten Raid. Richtig genial. Da ist ein 1876 dabei und noch mehr. Herr Marco, wieder mal Probleme, bei dem ist das Handy nämlich gerade ausgegangen. Die verkabeln sich jetzt, ne? Die Bros, die Kabel-Bros. Wir fangen erstmal noch in seinen Jellies. Das habe ich doch nur ausgedacht, es gibt gar keine Jellies. Dann gehen wir noch mal runter und gucken noch mal, was der Schlumpf gefangen hat, ne? Der muss uns nämlich dann mitnehmen, weil der Horst, ja, der Kenny haut nämlich dann ab. Und dann gehen wir einfach da beim Fahrlauf mit. So macht man das. Ihr müsst euch immer von Auto zu Auto schmuggeln. Und schnorren. Schnorren ist auch ganz wichtig. Ja, wir fangen jetzt erstmal. Mal gucken, ob da hier noch was geht. So, jetzt muss ich nochmal zurück. Trotzdem, weil der Kenny hat noch reingerufen. Und, ach hier, guck. Da seht ihr ein Shiny mit 1834. Und hier drüben haben wir noch eins. Mit 1846 und Wetterboost, wunderbar. Soll ich das fangen? Nee, das fange ich nicht. Ja, wenn ich so mache, fällt das ganze Handy da runter. Wir tippen mal ganz vorsichtig, wenn man jetzt hängen bleibt mit dem Finger und dann hau das einfach ab. Aber ich traue mich nicht zu werfen. Ja, das ist der Bildschirm, ne? Gar nicht jetzt nichts. Aber du hast ja noch 8 Versuche. Du machst lieber selber. Du kannst lieber selber. Du machst es schon. So, jetzt verdecke ich den ganzen Bildschirm, dass du nichts mehr siehst. Und dann. Ja, toll. Erster Ball. Ne? Der trifft wenigstens. Ne, jetzt erst. Jo, und der Marco, ne? Der muss nämlich mal sein Handy nochmal starten und gucken. Und wir melden uns jetzt nicht von unten, um den Fahrlaub sein Shiny zu zeigen. Wir melden uns aber trotzdem von unten, um nochmal die Hütte zu zeigen und nochmal Tschüss zu sagen. Glaube ich. Vielleicht kommt jetzt bei mir noch ein Shiny. Der steht immer noch da in der Ecke. Was macht der da? Ich habe Angst, der will uns verprügeln. Ja, nee, das machst du ja immer. So, die anderen hauen jetzt ab. Ramses ist im Wald ausgesetzt. Und wir gucken nämlich nochmal, wie das hier von unten aussieht. Da seht ihr nämlich nichts, weil das spielt sich alles hinter uns ab. Boom! Und da ist es. Das Holzwildschwein und da oben waren wir drin. Das ist richtig genial. Und wie man sieht, ist es männlich. Ne? Da hängen nämlich zwei Cojones, Bruder. Und jetzt laufen wir mal hier runter. Und wenn ich mich nicht täusche, waren es also jetzt 21 Raids. Und ich glaube, ich habe auch alle komplett gefangen. Wir gucken mal kurz in den Beutel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15. Ach so, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 Raids, 21 Labras, 21 gefangen, keins ist geflohen und zwei Shinies, 14, 77 und 14, 81 und jetzt habe ich mir voll in die Hose geschissen, weil da so ein Blatt vor mir gehangen hat und ich habe gedacht, da steht einer und bringt mich um, aber es war nur ein Blatt. Also alles gut, die Justin Bieber Frisur. Löst sich auch noch auf. Guck, bald habe ich keine Haare mehr.
So, das war's aber jetzt. Vorne rennen die Hanseln rum. Hier können wir wieder ausmachen. Jetzt fahren wir heim. Der Fahrlaub nimmt uns nämlich jetzt mit, den Marco und mich. Und den Marco, den muss ich nachher wieder zu sich bringen, weil der Kenny hat sich schon verabschiedet, aber der ist morgen wieder am Start und will da vielleicht nochmal zwei Fünfer machen. Im Event das nochmal nutzen irgendwie. Und ja, richtig schön, oder? So ein Waldspaziergang. Macht ihr auch öfters Waldspaziergänge? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wie war euer Labras-Tag natürlich heute? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Habt ihr alle gefangen? Wie viele geflohen? Und natürlich, habt ihr einen Shiny bekommen? Oder habt ihr sogar mehrere Shinies bekommen? Schreibt's mal alles in die Kommentare. Das war's aber von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt hätte ich fast noch gekotzt. Nein, was ist denn? Was machen die da? Gut, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Die fuchteln da komisch rum, kann ich nicht deuten. Und da drüben ist die Erdbeere, dickes Restaurant, müsst ihr essen gehen. Ihr müsst sowieso, geht überall essen, wo es geht, einfach nur esst euch tot. Das ist mein Motto fürs Leben. Das war's aber jetzt. Hört ihr das? Der Tornado ist zurück, wie vorhin, denn der Kenny ist zwar nicht mehr da, aber der Fahrlaub kann auch Tornados zünden, wie man merkt. Und er hat jetzt spontan gesagt, wir machen noch schnell die Sporthalle mit, weil da ist ja noch einer auf und haben den jetzt noch gemacht mit 5 Accounts, glaube ich. Der Markus sitzt nämlich nur so als Dekoration hier und der hat, guck mal, auch ein Hornlio hat er gefangen, ist es nicht genial? So, hier haben wir auch nichts Gescheites. 65, 87, 53. Ja, das 87er geht schon. Vorne ist, glaube ich, nichts passiert. 45. Ja, da muss man mit angeben. Nee, 45 war schon viel besser. Das war's aber trotzdem jetzt. Wir fangen das noch und dann war's das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Ja, euer Labras.